Ja, der Zug hat uns in Gedersdorf wieder ausgespuckt für den zweiten Tag auf dem Via Weg Community Trail, wo wir auf dem Weitwanderweg Kremstal-Donau hoffentlich bis Gefühl kommen. Ja, und da gehen wir los, weil es ist nämlich total unwurzugig da, gell? Ja. Schauen wir, dass wir weiterkommen, denn heute wartet eine schönere Etappe als gestern auf uns. Hoffentlich. Es ist aber auch nicht wirklich schwer. Nein. Der Asphaltanteil wird geringer sein. Schlecht. Eine Aussichtswarte gibt's, gell? Super. Nicht immer läuft auf einer Tour alles so wie geplant. In der Einblendung wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass unsere heutige Strecke in Krems geendet hat, obwohl ich da was vom Gefühl als Etappenziel gesagt habe. Warum das so ist und wieso das eine gute Entscheidung war, erfährst du in diesem Video. Ja, da wäre tatsächlich der Etappenstartpunkt. Nachdem der erste Tag eine Asphalthölle in der Ebene war, geht es heute gleich in die Weinberge hinauf zu einer schönen Aussichtswarte. Doch dass wir unser ursprüngliches Etappenziel Gefühl nicht erreichen werden, wird schon relativ früh klar. Du wirkst so zurückgeblieben. Ja, das schöne Raststelle an mit der Weinpresse, ist auch hübsch, gell? Goppelsburg und Langenlois, 6,1 Kilometer. Etappe Gedersdorf Langenlois. Wir sind da in Gedersdorf bei der Aufzeigung. Gehen wir auf zum Aussichtsturm. Ja. Dann gehen wir über Goppelsburg nach Langenlois. Aber heute ist schon schöner, gell? Man ist gleich wieder in einer hügeligen Umgebung in den Kellergassen. Ich meine, das ist zu der Jahreszeit auch nicht super, aber sehr viel suppriger als der Ausklang des gestrigen Tages. Ja, für den Fall, dass ihr da nicht genug davon bekommen könnt, schaut mal, was für ein schöner Ausblick auf das Kraftwerk da ist. Das haben wir fast überhaupt noch nicht gesehen. Schon im ersten Teil des Wegs war die Markierung ziemlich ausbaufähig. Und das setzt leider auch heute fort. Wir verkaufen uns an der folgenden Stelle um fast einen Kilometer. So, liebe Leute, schaut euch den Wegweiser nochmal ganz gut an. Er zeigt eindeutig in Richtung von derer Straße da. Und das ist aber falsch. Es geht nämlich da auf, laut Track. Und wenn ihr der Straße nämlich folgt, wo der Wegweiser hinzeigt, dann kommt ihr nämlich wieder oben. Das ist ein bisschen Fahrt, ne? Weil wir unsere Tour mit öffentlichen Verkehrsmitteln geplant haben, müssten wir knapp nach 17 Uhr in Gföhl sein, um sicher den Bus zu erreichen, der nur alle 2 Stunden nach Krems fährt. Wir haben also allen Grund zur Eile. Und das ist nie gut. Da geht's da zurück, ne? Ja, das hört sich um. Aber das ist ein Jäger mit Sinn für Ausblick, gell? Das war tatsächlich eine schöne 24 Tür, mitten in die Alpen, aber es ist leider nichts zu sehen. Ja, lieber Bella, brav, und zwar Zufall, gell? Da hängt ein 45-Kilometer-Schild. Jetzt bin ich brav, zuerst war ich jetzt langsam. Ja, genau, aber jetzt kannst du nicht langsam sein, weil jetzt musst du nämlich stehen. Da ist nicht die Geschwindigkeit immer 0 km/h. Ob es Kaffee, ein Tee oder ein kühles Bier ist, gönnt ihr 45. Naja, nein, wir werden uns weder Kaffee, Tee noch Bier gönnen. Nein. Wir schauen, dass wir weiterkommen in Richtung Goppelsburg. Da ist nämlich sehr zugig, aber vorher zeige ich euch noch die Aussicht. Aussicht in Richtung Langenlois und Hadersdorf. Und ins Dulnerfeld hinein, aber leider alles ganz grauslich. Keine wirkliche Fernsicht. In die andere Richtung sehe man ins Waldviertel hinauf. Ein Sandel kann man ahnen, da ist Hügel. Der Bella holt sich schon mal einen Vorsprung auf dem Asphalt heraus. Na, das machen wir jetzt da. Ich sag's gleich, ich weiß nicht. Sehr zugig war vorhin eine echte Untertreibung. Der Wind ist regelrecht auszehrend, an eine gemütliche Rast ist nicht zu denken. Ein Burgerkreuz, gesponsert von McDonald's. Wirklich lange Strecken scheitern meist nicht daran, dass man sich Muskelkrämpfe einfängt oder einem die Brust ausgeht.
Die Füße schwellen an, zum Teil um zwei Schuhgrößen, das Gangbild verändert sich durch die ungewohnte Belastung. Verletzungen drohen. Zu großer Ehrgeiz ist dann sehr gefährlich. Aha, Schlossstraße. Da gab es ja dann ein Schloss zu besichtigen, hm? Güterweg Spiegelgraben, niederösterreichische Agrarbezirksbehörde. Schlösserrundweg. Fällt da was auf? Es wird uns immer ein Schloss versprochen und wir kommen dann kaum vorbei. Ja, der Spiegelgraben, das ist ein ganz netter Hohlweg. Und der hat den großen Vorteil, weil es so ein Graben ist, da geht gar kein Wind. Gell? Das ist viel angenehmer. Ja, die schöne Gegend mit der Natur im Winterschlaf stimmt uns inzwischen versöhnlich. Doch wir haben uns in der Früh einfach den Stress nicht antun wollen, den um eine Stunde früher in Zug zu nehmen. Mit dem Verharren am Gobelsberg hat uns das nun in Zeitnot gebracht. Schau, leider wieder Asphalt. Wir befinden uns in Langenlois. Wir befinden uns am Vogelnest, schau. Lieb. Möglichst noch bevor diese Tour in eine Tortur ausartet, ist es Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Stratzing, 10,8 Kilometer von da. Mhm. Wenn wir in Stratzing einfach im Stratzingbachtal runtergingen, mhm, und zu dir zurück. Und dann sagen an der Stelle, okay, drüben war sogar auch ein Weg, der war nicht asphaltiert. Einfach nur sensationell und tüchtig, Ehre dir und 53, da darfst du jetzt was drauf sagen. Bin ja nicht mehr. Du bist nicht mehr tüchtig, oh ja, du bist schon tüchtig. Nein, 50. Nein, 50 bist du nicht mehr, okay, gut, das stimmt. Ja, machen wir weiter, oder? Ja. Wir haben beschlossen, dass wir heute doch nicht ganz bis Gefühl gingen, das ergibt keinen Sinn. Wird uns zu lang und auch zu knapp mit dem Bus und es ist auch wettermäßig nicht wirklich schön. Wir werden wahrscheinlich einfach in Stratzing dann unsere heutige Tagesetappe nicht beenden, sondern dort abzweigen in Richtung Heimat, in Richtung Hundehütte sozusagen. Hundehütte heißt. Ich bin froh, dass du bei mir übernachten darfst. Ja, habe ich. War ich froh. Hundehütte. Auch mit dieser Last von unseren Schultern genommen, warten immer noch 15 von insgesamt 25 Kilometern auf uns. Längst kein Spaziergang. Wir sind inzwischen über 2 Stunden unterwegs und auf der Suche nach einem gemütlichen Bankerl für die Mittagsrast. Doch das wird eine echte Odyssee. Aus ist mit Langenlois. Da geht's jetzt wieder hinauf in die Weinberge. Kellerkasse, Kühlsteingraben. Das wäre eine hübsche Kellergasse, aber ist einfach im Winter natürlich nicht so attraktiv. Wer kann, sollte diesen Teil des Wegs auf jeden Fall eher im Herbst begehen. Wir folgen der Wiener Börde-Tour, weil wir nämlich am Golfplatz vorbeigehen. Auffälligerweise, gell, die Bankerl-Infrastruktur hat sich seit langem alles deutlich verschlechtert. Auf dem Weg nach Längenfeld müssen wir zu den Golfplatz herum.
Jetzt sind wir am Kuckuckberg. Inzwischen tut deine Sitzgelegenheit echt Not. Die angeschwollenen Füße bereiten vor allem der Mama Probleme und eine Blase droht. Doch kein Bankerl weit und breit ist in Sicht. Ja, kaum sind wir beim Wandern so richtig im Fluss, ist auch schon Kilometer 50 plus. Wir haben tatsächlich 55 Kilometer geschafft, jetzt kurz vor Lengenfeld. Ja, jetzt ist es aber schon ziemlich zart. Wir suchen seit über 5 Kilometer ein Bankerl und es ist absolut nichts zu finden, was nicht entweder an der befahrenen Straße im Ort gelegen ist und da bei dem Weinberg, wo er Ruhe wäre und wo eigentlich ein Wanderweg wären, kein einziges. Naja. Matterl-Wanderwegstange da, wunderbar. Die waren nicht Matterl-Wanderweg, die waren Matterl-Wanderweg. Bello, was lange währt, wird endlich gut. Wir sitzen auf der erstbesten Gelegenheit, die wir gefunden haben. Also der Rastplatz war uns jetzt höchst willkommen, auch wenn er vielleicht nicht der attraktivste aller Zeiten ist. Aber für unseren Hintern war der super attraktiv, wie magnetisch anziehend. Gell? Ja, ich sitze wie in einem Fauteuil. Also nach unserer kurzen Rast geht es jetzt weiter nach Lengenfeld. Da haben wir die nächste Etappe zu Ende. Also das viel gesuchte Bankerl, da wär's. Ein Matterwanderweg. Ja, Lengenfeld ist fast eben so lang wie Langenlois. Na hoffentlich nicht. Ja, zum Glück eh nicht, jedenfalls nicht, was den Wanderweg betrifft. Der zweigt nämlich relativ bald wieder in Richtung Staatsing um. Ja, wieder mal so eine Instanz Staatsing und Dross angeschrieben, aber wir sind nämlich nicht von daher gekommen. Da war nämlich weder ein Track, noch war da ein Wegweiser. In Lengenfeld tut der Weg sein Bestes, damit er die Straße vermeidet. Die Verbindungsstraße nach Straßing. Ist das nicht super? Ja, super. Ja, und anstatt dass wir da die ganze Zeit die Straßen entlang koffern müssen, dürfen wir auf den Güterweg koffern. 5 Tonnen, na, das werden wir nicht überschreiten. Hm? Mein Rucksack hat schon 5 Tonnen. Der Weidwender weggrämst halt immer und du wärst wahrscheinlich keine Freund mehr, gell? Nein, auf keinen Fall. Abseits des Ransens zum Glück ist es da nicht die Straße. Ist zwar ebenso hart und ebenso grau, allerdings weniger befahren. Na, der Matterwanderweg tut das jetzt abzweigen. Das ist sehr diesig. Das schränkt die Aussicht doch ein bisschen ein, gell? Ja. Der Genuss ist nur halb so groß. Wie soll man sagen, die Hälfte von nichts ist ja immer noch nichts. Ja, da drüben am Horizont, auf diesem auffallenden Tafelberg, da sind wir gewesen. Lieber Wolkenfänger, ich fürchte, das mit den guten Wetterwünschen, das ist doch ziemlich in die Hosen gegangen. Den ganzen Tag hat ein einziges Mal ein bisschen die Sonne durchgeblinzelt. Und das war zum Glück gerade dann, wo wir es auf dem Rastplatz gebraucht haben. Vielleicht waren ja einfach das deine guten Wünsche. Wortwörtlich ist der Weidwanderweg Kremstaltoner da am Boden, gell? Ja, das ist schon Straßing, ne? Ja, die gottesfürchtigen Bürger von Straßing haben sich da eine schöne Kirche erbaut.
Unerklärliches Mikrofonversagen hat er hier meinen 60-Kilometer-Spruch gebracht. Aber so gut war er eh nicht. Ich bin auch total neugierig, wo es da nach links eigentlich hingeht. Auf der Hirterhütte, so ist man da dran. Hä? Grodenlaken, da ist gefroren, ja, interessanterweise. So viel Winter haben wir ja gar nicht gehabt eigentlich. Retentionsbecken? Ich habe mir gedacht, das ist ein Retentionsbecken. Na gut, wieder was gelernt. Stratzing hat eine hübsche, wenn auch lärmgeplagte Kellergasse. Und damit sind wir jetzt bald an dem Punkt, wo wir den Weitwanderweg Kremstal für heute verlassen. Ja, also an dieser Stelle verlassen wir den Weitwanderweg Kremstal. Der Weg wird dann ein bisschen weiter unten bei der unteren Hauptstraße noch abbiegen in Richtung der Kirche und wir waren dann vor bis zum Gasthof Braunhaus und dann runter in Richtung des Stratzingbachtals. Wer am Weitwanderweg bleiben möchte, zweigt hier rechts ab. Aber wir würden natürlich sehr freuen, wenn er uns noch durchs schöne Stratzingbachtal bis nach Hause begleitet. Stratzing hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ganz schön aufgehübscht, gell? Mhm. Na, schau, da oben thront die Kirche. Drüben thront der Galgenberg. Knirl hätte ich eh mit. Ja, Stratzing war für Jahrzehnte meine Heimat. Ich habe tatsächlich da für lange Zeit gelebt im Haus meiner Eltern. Also gleich im Stratzingbach, da hört es Bankerl über, hört es Bankerl nur. In Längenfeld hat es kein Bankerl. So, das schöne Stratzingbachtal ist fast zu Ende. Ja. Jetzt müssen wir nach Imbach hinaus. Auf unserer Hausrunde sind wir damals von da oben gekommen. Ruine Rehberg ist immer noch genauso geschlossen wie vorher. Schau Mama, das ist eine Werbung für dich. Für mehr Kilometer. Ja, ein letztes Mal gibt es 50 plus. Wir haben jetzt 65 Kilometer geschafft, stehen wir genau auf der Brücke über die Krems. Das ist ziemlich genau doppelt so viel, wenn nicht sogar mehr als doppelt so viel wie im Sommer. Eine reife Leistung bei, oder? Ja, glaube ich schon. Aber mir ist es ein bisschen gegangen. Ne? Aber dafür geht es dann nachher vermutlich schlechter. Jetzt bist du ein Fußmarathon für die nächsten Wochen. Ja, Asphalt treten. Ja, also für uns geht es dann jetzt noch weiter bis zum Haus. Das endgültige Resultat, das gibt es dann am Ende des Videos und ansonsten bleibt nur mehr, dass ich flott dabei bin. Und ich bin Bello. Und hoffentlich sieht man sich einmal wieder auf einer schöneren Tour, weil das Wetter jetzt ist echt zum Schmeißen gewesen. Haben wir unsere Entscheidung bereut? Nein, die war absolut richtig und am Ende des Schmerzes ist wirklich nur Stolz übrig geblieben. Auf 66,88 Kilometer an 2 Tagen.